Hallo, schön dich wiederzusehen. Es freut mich, dass du dich bei schwierigeren Aufgaben zur Beschriftung eines Dreiecks und zu den Spezialfällen der Winkelsumme in einem Dreieck behaupten möchtest. Du hast sicherlich schon alles bereitgelegt. Legen wir gleich mit der ersten Aufgabe los. Ich habe dir ein Dreieck abgebildet. Kannst du dich noch an die korrekte Beschriftung eines Dreiecks erinnern? Diese Aufgabe ist genau das Richtige für dich, um das herauszufinden. Zeichne dafür das Dreieck so ähnlich wie meines auf ein Blatt Papier und beschrifte es vollständig. Pausiere das Video und überprüfe dein Wissen. Ich blende dir anschließend die Lösung ein. Drücke auf Pause und vergleiche nun deine Beschriftung. Stimmt deine Beschriftung mit meiner Lösung überein? Hervorragend! Falls du die zusätzliche Beschriftung der Seite C, also B ist gleich C, nicht angeführt hast, ist das Dreieck trotzdem richtig beschriftet. Du wirst dich vielleicht fragen, warum ich die Seite C mit B ist gleich C beschriftet habe. Stimmt's? Nun, du hast jetzt die Chance, das selbst in der Fortsetzung der Aufgabe herauszufinden. Ich möchte von dir gerne wissen, welches Dreieck zu erkennen ist. Um diese Frage beantworten zu können, schreibe dir alle Eigenschaften des Dreiecks auf und überlege dir anschließend die Art eines Dreiecks, die diese Eigenschaften erfüllt. Drücke auf Pause und schreibe deine Antworten auf. Starten wir mit den Eigenschaften des Dreiecks. Wie viele gleich lange Seiten konntest du erkennen? Richtig, das Dreieck hat zwei gleich lange Schenkel B und C. Da sie gleich lang sind, können wir die Seite C mit B ist gleich C bezeichnen. Daher kommt die zusätzliche Anmerkung in der Beschriftung. In diesem Fall ist die Seite A unsere. Kannst du dich noch an den Fachbegriff erinnern? Genau, die Seite A nennt man Basis. Weiters hat das Dreieck wie viele gleich große Winkel? Das Dreieck hat zwei gleich große Basiswinkel, Beta und Gamma. Aufgrund der angeführten Eigenschaften ist das abgebildete Dreieck welche Art eines Dreiecks? Super, das ist ein gleichschenkeliges Dreieck. Hast du alles richtig? Dann bist du ein Profi in Beschriftung von Dreiecken. Kommen wir gleich zu unserem zweiten Abschnitt. Der Winkelsumme in einem Dreieck. Wir haben in den vorhergehenden Videos schon das Besondere über die Winkelsumme gehört. Was war das doch gleich? Ganz richtig. Alle drei Winkel in einem Dreieck ergeben zusammengerechnet genau 180 Grad. Die zwei folgenden Aufgaben stellen Spezialfälle bei der Verwendung der Winkelsumme in einem Dreieck dar. Legen wir mit der ersten Aufgabe los. Berechne die Winkel Alpha, Beta und Gamma in einem gleichseitigen Dreieck. Pausiere das Video und versuche dich selbst. Benötigst du einen Tipp? Dann spiele das Video weiter ab und ich blende dir einen Hinweis ein. Achtung! Ich verrate dir einen Hinweis. Kannst du dich noch an die Eigenschaften eines gleichseitigen Dreiecks erinnern? Überlege deine Antwort und schreibe sie auf. Ein gleichseitiges Dreieck hat drei gleich lange Seiten. Daher haben die Winkel welche besondere Eigenschaft? Richtig, sie sind gleich groß, also Alpha ist gleich Beta ist gleich Gamma. Dieser Tipp kann dir beim Lösen der Aufgabe bestimmt helfen. Versuche es. Anschließend
blende ich dir die Lösung ein. Die Lösung lautet, dass jeder Winkel 60 Grad groß ist. Ich zeige dir den Lösungsweg. Bei einem gleichseitigen Dreieck sind alle drei Winkel gleich groß. Also Alpha ist gleich Beta ist gleich Gamma. Alle drei Winkel, die gleich groß sind, ergeben zusammen 180 Grad. Somit teilen wir die 180 Grad durch 3, damit wir einen Winkel ausdrücken können. Also sind alle Winkel im gleichseitigen Dreieck 60 Grad groß. Kommen wir gleich zum nächsten Spezialfall. Ein gleichschenkeliges Dreieck hat den Winkel Gamma gleich 80 Grad. Wie groß sind die Winkel Alpha und Beta? Beachte, dass der Winkel Gamma der Basis C gegenüberliegt. Damit du die Aufgabe lösen kannst, skizziere dir ein gleichschenkeliges Dreieck und beschrifte es vollständig. Pausiere das Video und versuche dich selbst. Benötigst du eine Hilfestellung? Dann spiele das Video weiter ab und ich blende dir die Skizze des Dreiecks ein. Achtung! Ich blende dir nun das Dreieck ein. Versuche nun die Aufgabe fertig zu lösen. Hast du die fehlenden Winkel berechnet? Gut, vergleiche nun deine Lösung mit meiner. Haben bei dir die Winkel Alpha und Beta auch 50 Grad? Toll gemacht! Wenn nicht, schau dir den Lösungsweg genauer an. Großartig! Du hast alle Aufgaben erledigt. Nun kannst du ein Dreieck vollständig beschriften und die Winkelsumme in einem Dreieck wie ein Profi anwenden.